Da ich Hort des Krieges kann seinen Soldaten seinen Willen und seine Stärke verleihen und ihnen Ausdauer weit über die üblichen menschlichen Grenzen hinausgeben. Ich habe großen Respekt vor den Geschmähten, aber ich weiß, woran ich bei ihnen bin. Sie sind eine sehr verschworene Gemeinschaft. Sie alle stammen aus nordländischen Familien. Viele sind miteinander verwandt. Nur wohl seufzt und lächelt wehmütig. Aber angesichts unserer Rolle in der großen Hierarchie kann ich General Ash nicht verübeln, dass er wählerisch ist. Lass mich was anderes fragen. Ich habe den Turm in Vendrians Brunnen erobert. Die Gerüchte am Gericht sind also wahr. Der Schicksalsbinder reiht sich das Kinn und sinniert gemächlich über seine Gedanken. Nach einer Weile lächelt er dich wehmütig an. Eines Tages würde ich diesen Turm gerne mit eigenen Augen sehen, der sich über den Reichen erhebt, wie eine Klinge, die in den Himmel gerammt wurde. Ich möchte von deinen vergangenen Siegen im Krieg hören oder von deinen jüngsten Erlebnissen. Hast du noch nicht genug von meinen Geschichten, Brenoir? Ich muss gestehen, dass ich nie genug davon habe, sie zu erzählen. Er lacht herzhaft und tief. Also dann, lass mich von meinen glorreichen Taten der Eroberung berichten. Der Ruhm Kyros Herrschaft soll in alle Ohren dringen, die je davon hören wollen. Sie mögen gegenüber glorreichen Taten in der Schlacht verblassen, doch ich bin stolz auf die kleinen Urteile, die ich zwischen meinen wöchentlichen Übungen und Vorlesungen fällen kann. Gerade kürzlich riss ich einem Lügner die Zähne heraus und hing sie ihm um den Hals, auf dass er seine Worte in Zukunft mit mehr Bedacht wählt. Okay, dann leb du mal wohl. Was ist mit dir, Schicksalsbinder? Schicksalsbinder, du bist zurück. Morgalus mustert dich von oben bis unten mit unergründlichem Ausdruck. Du siehst so aus, als hättest du Fragen, die ich entwirren soll. Frag, ich fühle mich großmütig. Erzähl mir etwas über die ehemaligen Archonten. Rin, der zweite Archont des Blitzes, hatte auch Probleme damit, die in ihm wirkende Macht zu beherrschen. Wenn er seine Konzentration auch nur für einen Augenblick schleifen ließ, verursachte er bei Berührung einen sofortigen Tod durch einen elektrischen Schlag. Zumindest behauptet er das, nachdem er den ersten Archont des Wassers in seiner diplomatischen Umarmung tötete. Wo hast du in deinen jungen Jahren studiert? Ich bin schon, seitdem ich denken kann, ein Mündel des Gerichts. Als Kind besaß ich eine perfekte Erinnerung und ich saugte alles in mich auf, was Tonon und meine Lehrer mir bieten konnten. Ich erinnere mich, dass ich alle Unterrichtseinheiten gehasst und mir gewünscht hätte, in meinem Tempo zu lernen. Lustig, wie ich die Weisen der Stufen darum beneidete, dass sie ihr ganzes Leben mit Lesen verbringen konnten und ihre Bibliothek sie sich nie erschöpfte. Natürlich ist die Venom-Zitadelle jetzt nichts weiter als ein brennender Haufen Schutt. Was hältst du von den anderen Schicksalsbindern? Ich fürchte, du musst gezielter fragen. Das letzte Mal, das gezählt wurde, gab es ein paar mehr als eine Handvoll von uns. Was hältst du von mir? Du folgst einem ordentlichen Weg, reglementiert und organisiert. Vielleicht zu ordentlich für unsere Position, aber das spielt keine Rolle, wenn du deinen Beruf mit Weisheit ausführst. Achte darauf, dass du nicht den Pfad des Chaos einschlägst. Der führt zur Rebellion. So, was ist mit Schicksalsbinder des Krieges? Nun, Oval ist ehrgeizig, dreist und ein ordentlicher Angeber mit einer Vorliebe für Blutvergießen. Manchmal kann er völlig unausstehlich sein. Sein Urteil ist gerecht, selbst wenn er manchmal zu eher drastischen kompromisslosen Strafen tendiert. Und die Binderin des Gleichgewichts? Kallio ist die Beste unter uns. Ihr Urteilsvermögen sucht seinesgleichen und vielleicht wird sie auch von Tunon bevorzugt. Ihr Argwohn und ihre Beobachtungsgabe sorgen dafür, dass sich andere unbehaglich fühlen. Wir, die wir uns innerhalb der Grenzen des Gesetzes bewegen, haben natürlich nichts zu befürchten. Sprechen wir über was anderes. Kannst du mir etwas über die Altmauern und die Geister erzählen? Womit soll ich beginnen? Die Altmauern. Wir wissen nur wenig über diese uralten Bauwerke, außer dass sie schon vor Geschichtsschreibung existierten. Die verbotenen Ruinen verliefen schon Jahrhunderte, bevor wir unsere Städte bauten, kreuz und quer durch die Stufen und den Norden. Die einzige Person, die alt genug ist, um Vermutungen anzustellen, ist wahrscheinlich Kyros. Was hat es mit den Geistern auf sich? Die Geister sind in den Altmauern anzutreffen, aber vieles, was sie definiert, ist mir verborgen. Sie sind Kreaturen aus Rauch mit Krallen und Fängen.
Wenn du unglücklich genug bist, gegen welche kämpfen zu müssen, erinnere dich daran, dass Zauber wirkungsvoll gegen sie sind. Jedoch die Aufmerksamkeit von denen erregen, die in der Gegend herumlungern. Was kannst du mir noch sagen? Also, dass wir über was anderes sprechen. Was kannst du mir über die Stufen sagen? Die politische Einheit der Stufen teilt sich grundsätzlich in die Bastardstufe, die jüngeren Königreiche und die freien Städte auf. Über welche Einheit würdest du gerne was wissen? Die Bastardstufe? Die Bastardstufe ist die nördlichste der Stufen und sie war die erste, die Kyros unterworfen hat, obwohl das Knie nicht freiwillig gebeugt wurde. Kyros hatte sein Auge schon Jahre, bevor er auf die Hauptstadt marschierte, auf die Bastardstufe geworfen. Sie ist das Zentrum des Handels und Geschäfts, wo dir die Märkte und die Leute werden folgen. Was ist mit den jüngeren Königreichen? Die jüngeren Königreiche umfassen die zentralen und südlichsten Stufen und können wie folgt aufgelistet werden: Apex, Azur, Hafen und das unbeugsame Land. Azur war bekannt für sein außergewöhnlich fruchtbares Land, das die ganzen Stufen ernährte. Das war bevor Kyros Edikt des Steins wütete. Das unbeugsame Land ist auch eine Erwähnung wert, weil es die südlichste Stufe umfasst und sich als zähst und wehrhafteste Reich erwiesen hat. Oft heißt es, dass die anderen Reiche nicht fallen werden, solange das unbeugsame Land noch steht. Die dortige Armee kämpfte einen erbitterten Krieg gegen die Geschmähten, obwohl das Edikt der Stürme ihre besten Verteidigungen aufgeschnitten hat. Es ist nur eine Frage Zeit, bis das unbeugsame Land fällt. Was ist mit den freien Städten? Drei freie Städte existieren noch. Letzter Hafen, Spiralschlund und Baris in Ketten. Die erste und stärkste der freien Städte war Sinkende Sonne. Sie wurde im Jahr 429 durch das Edikt des Tumults von Kyros zerstört. Danach haben sich die verbleibenden freien Städte schnell ergeben. Weitere Fragen. Ich möchte mit dir über Weisen sprechen. Ich werde nicht über die Weisen sprechen. Sie sind nichts weiter als Scharlatan und Betrüger. Egoistisch in ihrem fehlgeleiteten Streben, alles Wissen vor anderen anzuhäufen. Sie haben sich selbst durch ihre eigene Täuschung und schlaue Manipulation geblendet. Ihren Untergang haben sie sich selbst vorzuwerfen. Sie sind einzig und allein für die brennende Bibliothek verantwortlich. Eins der schmerzvollsten und völlig zu Unrecht geschehenen Ereignisse der Geschichte. Und das kann ihnen niemals verziehen werden. Ja toll, ich habe ja eigentlich das Edikt ausgesprochen. Gut. Dann leb mal wohl. Und du in der Mitte? Brennoir, ich sehe, du bist zur Herde zurückgekehrt. Deine Taten in Vendelins Brunnen sind das Thema so mancher Gespräche. Die Schicksalsbinderin des Gleichgewichts betrachtet dich mit einem kritischen Auge. Für einen Moment hast du das Gefühl, als ob sie in das Innerste deiner Gedanken blicken wollte. Was kann ich für dich tun? Kalu berührt sanft deine Schulter. Ist etwas passiert, wenn ich weg war? Nunavol wurde ins unser Examenland geschickt, um die Paz-Situation zwischen den Einheimischen und den Geschmieden zu brechen. Er bekündete Kyros Edikt der Stürme, welches das Land mit ewigen Winden verwüstete. Du scheinst viel über meine Handlungen zu wissen, spionierst du mich aus? Tu nicht so überrascht. Es ist meine Pflicht sicherzustellen, dass diejenigen, die unter dem Namen des Richters operieren, dem Geist seines Gesetzes folgen. Wenn nicht sogar bis ins letzte Detail. Natürlich, ich habe nichts zu verbergen. Was ist mit denen, die es nicht tun? Da wird sich die Spitze von Bladenmarks Klinge schnell und effizient darum kümmern. Die Schicksalsbinderin holt einen schlanken Dolch aus einer faltigen, violetten Kluft und wirft die Waffe fast nachlässig in die Luft. Das setzt natürlich voraus, dass ich nicht schneller bin. Ich nehme meine Aufgabe ernst und ich bin sehr gut darin. Was war jetzt die Antwort darauf? Sagst du. Aber ich muss alle Beweise unparteiisch abwägen. Fühl dich ruhig beobachtet, Schicksalsbinder, aber belasse dich nicht damit, dass ich nicht mehr als alle Bewohner des Reichs erwarten können. Ja, okay. Wie verbringst du deine Zeit in der Bastardstadt? Dunon schickt mich ab und zu aus, um seine Aufträge zu erfüllen. Ich regle Zwistigkeiten von Einheimischen, während der Richter anderweitig beschäftigt ist. Sie grinst. Alles von Handelsdisputen zur Chorhausbesetzer aus Kellern zu vertreiben. Wirklich dankbare Arbeit. Ja, der scharlachrote Chor. Sie winkt ab. Der Ruhm des Krieges ist keine Ehre, die für unser Eins reserviert ist. Wir sind die Fische, die hinter Tunon her schwimmen und unsere Reste schnappen, die er übrig lässt.
und uns die Reste schnappen, die er übrig lässt. Wir sind ziemlich groß und beeindruckend verglichen mit den Gründlern der Stufen. Dennoch sind wir alle Fische. Ich würde gern mehr über Tonon wissen. Tonon ist der gerechte und anspruchsvolle Richter unseres Oberherz. Er spricht mit der Stimme von Kyros Gesetz und sein Wort ist Urteil. All dies und mehr kannst du erfahren, indem du ihn selbst fragst. Mach schon, oder schüchtert er dich immer noch ein? Sie kichert leise. Ich scherze natürlich. Ich habe einige Sorgen, was den Krieg betrifft. Du kannst ihn mir gerne anvertrauen. Wir können den Widerstand mit so schwachen Bemühungen nicht zerschmettern. Wir sind zu nachlässig. Blutvergießen und Brutalität herrschen vor. Auf solch eine Grausamkeit kann kein Frieden folgen. Unsere Armeen gegen sich gegenseitig an die Gurgeln. Wir können nicht gewinnen, wenn wir nicht vereint sind. Nehmen wir mal das hier. Das ist der Preis der Eroberung. Wir werden Ordnung in ein Land bringen, das von Gier und Korruption regiert wird. Wenn wir in Kyros wahren Weg gezeigt, wenn wir ihnen Kyros wahren Weg gezeigt haben, werden die Massen von Dankbarkeit weinen und um unsere Gunst betteln. Sie nickt in Richtung der Adligen der Eingangshalle. Es hat bereits begonnen. Was ist mit den anderen Sachen? Naja, ich finde nicht, dass wir zu nachsichtig sind, aber was ist, wenn sich die Armeen an die Gurgel gehen? Ich bin weniger über die Armeen als über die Archonen selbst besorgt. Es kann keine Ordnung geben, wenn Berge zusammenstoßen. Wer würde deine Stimmen bekommen? Die Geschmähten unserer Elitentruppen werden uns den Sieg bringen. Der schallrote Chor über ihre Rücksichtslosigkeit wird den Krieg gewinnen. Weder noch, sie haben beide Fehler und sind gleichermaßen ungeeignet. Nehmen wir mal das obere. Deine Ausführungen sind weise. Kriege werden durch Schlauheit, Strategie und Stärke gewonnen. Die Geschmähten werden nur in ihrer Anzahl auf dem Schlachtfeld von anderen übertroffen. Also sie werden nur in ihrer Anzahl übertroffen. Wenn man ihre Gegner betrachtet, machen Elsch und seine Soldaten den Nachteil mehr als wieder gut. Dann leb wohl. Yes. Gut, wir können also das Gericht verlassen. So. Hier in der Bastardstadt haben wir nur das Gericht. Wir können jetzt zur Ehrenesse. Wir können zu meinem Turm zurück. Wir könnten aber auch erstmal zu Letians Kreuzung reisen. Ja, die Ehrenesse ist eine wuchtige Festung, okay. Letians Kreuzung, reisen wir mal an Letians Kreuzung. Eine Gruppe Söldnermitglieder der Brossen Bruderschaft blockiert die Straße nach Letians Kreuzung. Suppi. Okay. Weißt du was, da wir es nicht gerade jetzt zum Kampf kommt und wir eher einen Cut machen müssen, speichere ich hier mal das Spiel ordentlich. Das wäre jetzt LP 008-009. So, speichern. Und dann mache ich hier erstmal einen Cut und in der nächsten Folge gucken wir dann, was die Typen zu sagen haben. Ich hoffe mal, dass am Anfang dieses ewig lange Gerede mit vor allem Beric über seine Hintergrundgeschichte war jetzt nicht zu anstrengend für euch. Das Spiel hat halt viel Hintergrundwissen und ja, ich möchte da nichts vorenthalten und so viel wie möglich zeigen. Oh, wir können mal kurz in die Reputation gucken. Scharlachroter Chor und Geschmähten sehen okay aus eigentlich. Vendrienwache hat fast vollen Zorn, so wie Letians Kreuzung langsam an Gunst gewinnt. Ich frage mich, wie wir nachher Gunst bei der Vendrienwache noch gewinnen könnten, wenn schon unser Zorn fast voll ist. Weil allein dadurch, dass wir Leute aus der Vendrienwache getötet haben, haben wir ziemlich viel Zorn bekommen. Ja, Laundry ist noch ziemlich niedrig mit der Loyalität. Beric ist sehr hoch. Lyra ist halt mit der Furcht hoch. Loyalität macht sich aber auch langsam.
App hat sehr viel Loyalität schon. Was ich gut finde. Und Sirin, die sitzt halt noch irgendwo bei Nerads Stimme fest. Ja, Tunun, Graven Ash, Nerads Stimmen und Blendenmark. Bei dem haben wir schon gut Gunst gewonnen. Bei Tunun auch. Ja gut, jetzt aber ein Cut. Also, bis dann.